Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Und heute möchte ich mir mal mit euch wieder ein paar neue Mods angucken, die passend zum Thema Camp Kreidezeit sind. Also passend zu dieser Serie, da sind nämlich wieder einige neue Kreaturen rausgekommen. Falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden möchtet, dann könnt ihr jetzt am besten das Video abschalten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Als allererstes haben wir Bumpy als Baby. Ist der nicht putzig, der Kleine? Niedlich, oder? Da hoppelt er. Sehr, sehr süß, wie der läuft. Der kleine Baby-Ankylosaurier Bumpy aus der Serie. Ich finde den richtig cool. Auch farblich passt das ganz gut. Ich glaube, in der Serie ist er noch ein bisschen blauer, oder? Ja, ich glaube, ein bisschen blauer ist er noch in der Serie. Aber das ist schon sehr niedlich. Allein schon so ein kleines Baby hinzubekommen bei Jurassic World Evolution. Die kleine süße Keule hier hinten. Die Proportionen sind auch nicht ganz perfekt. Aber ich finde das schon echt nice. Auch die großen Augen. Oh, so süß. Ich mach mal kurz Pause, dann können wir uns den mal nochmal im Standbild angucken, beziehungsweise vom Nahen. Richtig tolle Mod. Der hat auch so ein süßes Gesicht. Wie so ein kleiner, unschuldiger, putziger Racker. Mega niedlich. Die Animation funktioniert auch echt gut, muss man sagen. Wenn man sich das Laufen und so anguckt, das ist schon alles nicht schlecht. Trinken könnt ihr den jetzt auch gleich sehen. Das funktioniert auch alles wunderbar. Wenn ihr die Mod übrigens installiert habt, dann könnt ihr die nicht als neue Spezies auswählen, sondern müsst dann hier bei dem Ankylosaurus in das Genom gehen und unten diesen Skin auswählen. 2020 Pattern A. Das ist dann der kleine Bumpy. Ich kann es euch auch nochmal zeigen. Finde ich eigentlich ganz gut gelöst, dass da nicht extra eine neue Spezies für eingefügt wurde, sondern einfach ein Skin. Und als kleines Gegenstück zu Bumpy lassen wir eine neue Spezies für JWE frei. Nämlich ist das der... Oh, Kamera ist verbuggt. Okay, sorry dafür. Das ist der Monolophosaurus. Auch in der Serie zu sehen, in Staffel 3. In der Serie wird, glaube ich, gesagt, dass der eigentlich ein Einzelgänger ist. Aber dort sind die in einer großen Gruppe unterwegs und machen Jagd auf die Gruppe. Schön, dass es immer anfängt zu regnen, wenn ich gerade einen Dino freilasse. Aber ich finde es eigentlich immer ganz hübsch mit dem Regen. Das ist aber cool, die Animation. Ist, ich weiß gar nicht, von welchem Saurier die nochmal war. Aber die finde ich nice, diese Fressen-Animation. Wenn er da immer so das Futter runterpult. Sieht auch richtig cool aus. Also kommt schon sehr, sehr nah an den Monolophosaurus aus der Serie. Der ist halt auch, wie gesagt, eine neue Spezies. Das heißt, den findet man hier auch mit tollem Bild und verschiedenen Skins. Skins habe ich mir selber jetzt auch noch nicht angeguckt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie nah die Skins von der Serie rankommen. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber hier haben wir zum Beispiel noch einen weiteren. Der ist dann eher so grünlich. Sozialisieren die sich, glaube ich, oder was machen die? Nicht, dass die hier gegeneinander kämpfen. Ich habe nämlich noch was mit euch vor. Okay, die haben sich nur kurz sozialisiert. Und jetzt rennen sie. Jetzt können wir uns nochmal die coole Futteranimation anschauen.
War die von dem Procerato, diese Futteranimation mit den Fingern? Ich glaube schon, oder? Ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsanimationen beim Futterspender. Einen letzten lassen wir noch gemeinsam frei. Ist nochmal ein dunklerer vom Skin. Aber das ist ein richtig cooles Model, muss ich sagen. Sieht nice aus und auch alle Skins sehen cool aus. Boah, der Regen ist ganz schön übel. Der Böse, der auch guckt. Ich hatte vorhin noch einen weiteren freigelassen, nämlich diesen hier, damit ihr den Skin auch mal seht. Aber ich denke, jetzt mit 4 Stück haben wir eine sehr, sehr gute Gruppe, um diese hier mal auf Baby Bumpy treffen zu lassen. Baby Bumpy ist hier ganz gemütlich am Grasen und ahnt noch nicht, was da hinten auf ihn lauert. Oh Gott, da kommen sie schon. Die 4 Monolophosauren. Oh oh. Ich glaube, die werden jetzt Jagd machen auf Bumpy. Es wird wahrscheinlich übrigens so sein, dass die nicht gegeneinander kämpfen können. Weil der Monolophosaurus halt die Animation und das Skelett von einem kleinen Fleischfresser hat. Und der Anki ein Anki ist. Und große Pflanzenfresser kämpfen ja nicht gegen kleine Fleischfresser. Aber keine Sorge, ihr werdet heute noch einen Kampf sehen. Ich habe mir da schon was überlegt. Oh, oh, sie umzingeln Bumpy hier. Baby Bumpy. Aber irgendwie juckt das Bumpy gar nicht. Es tarnt sich einfach als Stein. Den Kopf unten lassen. Bumpy ist ein grüner Stein. Ah, die Monolophos scheinen hier wirklich kein Interesse zu haben an Baby Bumpy. Haben nur mal kurz geguckt, was da so ist. Und jetzt scheinen sie das Geschehen hier wieder zu verlassen. Da hat Baby Bumpy aber nochmal Glück gehabt. Damit wir hier gleich noch einen Kampf sehen, habe ich mir jetzt nochmal was überlegt. Denn ich habe nochmal im Workshop geguckt oder auf Nexus Mods. Und habe dort noch eine andere Monolophosaurus-Mod gefunden. Wo ist sie denn da? Auch gerade am Trinken. Die kommt nämlich für den Mayunga ins Spiel. Ist ein bisschen größer. Finde ich persönlich nicht ganz so cool wie die andere. Allerdings sollten die jetzt definitiv gegeneinander kämpfen. Die beiden. Baby Bumpy gegen einen größeren Monolophosaurus. Das kann ja was werden. Sieht bestimmt gleich sehr süß aus, wenn der angreift. Wie er da schon wartet im Regen. Er ist schon kampfbereit. Und Bumpy ist es, glaube ich, auch. Oh ja, Bumpy ist es auch. Geht jetzt auch in Kampfposition und greift an. Okay, Bumpy macht keine Keulenattacke. Die Keule ist auch ein bisschen verkümmert, muss man sagen. Beiden umkreisen sich und Bumpy schlägt nochmal zu. Und damit ist der Monolophosaurus schon blutüberströmt. Oh, was ist das denn für eine Animation jetzt gewesen? Das war ja komisch. Aber Bumpy hat sich durchgesetzt. Sah etwas seltsam aus, aber Klein Bumpy hat den Kampf gegen den Monolophosaurus gewonnen und wird sich wahrscheinlich jetzt erstmal nochmal einen kleinen Snack gönnen. Hast du dir verdient, Bumpy? Es gibt übrigens auch noch diese Mod hier. Das ist Bumpy in Erwachsen. Da muss ich allerdings sagen, dass ich die Farben ein bisschen zu hell finde. Also ein bisschen zu kräftig. Im Regen jetzt hier geht's noch gerade, aber gleich in der Sonne werdet ihr das mal sehen. Ich hoffe, der Regen hört gleich mal auf. Das wäre cool. Aber hier seht ihr jetzt auch den Vergleich ganz gut. Also da finde ich das hier cooler, weil das natürlicher aussieht. Es hätte vielleicht noch ein bisschen blauer sein können, aber ansonsten finde ich das schon sehr perfekt. Aber der Unterschied ist halt krass, ne?
Oh, ist aber schon süß, Baby Bumpy. Und dann der hier. Ja, wäre schön, wenn dieser Skin noch mal ein bisschen überarbeitet werden würde. Aber wäre ganz cool, wenn wir Bumpy auch in Erwachsen bekommen. Oh, Baby Bumpy geht sogar hin und kuschelt sich an. Oh, ist das niedlich. Ja, wollte ich euch auch nur zeigen. Finde ich auch ganz cool, aber ist halt, wie gesagt, ein bisschen zu hell. Ich weiß gar nicht, warum es hier die ganze Zeit Dauer regnet. Keine Ahnung. Ich habe eigentlich gerade sogar das Wetter ausgestellt, weil ich mal wieder ein bisschen Sonne wollte. Aber macht ja auch nichts. Alle Mods, die ich euch heute gezeigt habe, sind natürlich für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann könnt ihr die mal selber ausprobieren. Wo kämpfen die jetzt? Ich hoffe nicht. Nee, ich glaube, die sozialisieren sich nur. Das ist ja süß. Und falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich auch sehr über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.